Und da geht's direkt weiter mit der Dark World. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich einerseits das in einer in einem Part schaffe, was ich mal sehr stark bezweifle, von jetzt anschauen. Und einmal, ob ich es an einem Stück durchspielen möchte. Es fing ja relativ gut jetzt an, hätte fast das Level geschafft, denke ich mal. So lang wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Aber trotzdem, da ist er. Hatte ich jetzt Grade A? Ich glaube schon, ne? Ja. Controller? Hallo? Next Level. Dankeschön. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hier hat jemand keine Hobbys gehabt. Ohne Mist. Da gibt's nichts mehr zu sagen, außer da hatte jemand keine Hobbys. Am Erstellen dieser scheiß Map. Mann! Ich muss die Übersteuerungs-Action rausmachen jetzt. Ich glaube, ich werde mir für die nächsten Welten eine kleine Sache machen oder machen lassen, wie auch immer, die vor meinem Video kommen wird. Sowas in der Art, Warnung, dieses Video enthält Beleidigung jeglicher Art und sollte und die ja, die Lautstärke sollte heruntergestellt werden aufgrund von lauten Ausrufen. Sehr lauten. Welches Level ist das? Das zweite? Das zweite und ich sitze jetzt schon wie viele Minuten dran? Wieder zwei? Nein, insgesamt sitze ich 2 Minuten schon. So weit. Mann, so viel Level habe ich in 2 Minuten habe ich in der ersten Welt. Irgendwie. Was weiß ich? 5 Level gemacht. Wenn nicht gar mehr. Leute. Welcher kranke Mensch hat sich das ausgedacht? Das sage ich jetzt schon. Was ich mich manchmal frage, ist, wie machen die das eigentlich, dass sie zum Beispiel in den letzten Welten, es gibt ja noch massig, wie sie da diese ohnehin schon viel zu schweren Level noch schwerer machen können. Wie machen sie das? Check's nicht, ja, Mann, noch ein Jump mehr. Da bin ich so gut durchgekommen. Wasser. Also, ich kann mir echt vorstellen, dass es harte Arbeit ist, sich immer wieder Neues auszudenken. Und auch Schweres. Ich meine, die Entwicklung hat bestimmt ein bisschen gedauert, vor allem mit den Leveln. Zumindest sich die auszudenken. Das an sich jetzt herstellen der Maps. Weiß ich nicht. Bei sowas hier vielleicht. Hier ist übrigens ein Bandage. Wie könnte ich denn die bekommen? Ich glaube, so kann ich sie bekommen, ja. Muss ich zwar nicht, aber kann. Oder ich mach's auch einfach anders. Ich mach's einfach so. Ja, komm! Erzähl mir keinen. Erzähl mir jetzt keinen! Ich beginne auch selbst noch wegen diesem Spiel, ohne Mist. Obwohl. Ja, Selbstmord, das werde ich. Ja, das ist eine gute Idee, Selbstmord. Also jetzt nicht, dass ich Selbstmord begehe, sondern, dass ich das in einem Commentary von mir anspreche. Ich bräuchte auch bald mal wieder eins. Langsam. Und ich habe da eine sehr interessante Meinung, finde ich, zu Selbstmord. Ich weiß noch gar nicht. Habe ich die irgendwann mal geäußert in dem Video? Kann gut sein. Naja, auf jeden Fall wegen meiner. Wie heißt das hier? Auffassung. Auffassung? Nein.
also so wie ich Selbstmord darstelle, deswegen, weil ich eine Meinung zu Selbstmord habe, die er nicht hatte, hatte mich jemand, mit dem ich viel Kontakt hatte, geblockt. Also Selbstmord ist echt so ein heikles Thema. Da gehen die Meinungen wirklich hart auseinander, muss ich schon sagen. Ja. Aber ich will dazu jetzt nicht weiter reden, weil dann kann ich darüber ja nicht mehr in meinem Commentary reden. Das wäre ja dann langweilig, wenn ich zweimal dasselbe Thema ansprechen würde. So, Bandage bekommen, aber noch nicht. Great A. Also wieder los. Ach ja, warum habe ich eigentlich meine ganzen Spiele in Steam auf Englisch? Fällt mir gerade mal so auf. Darüber wollte ich mal reden, und zwar... Ich persönlich finde die englische Sprache um einiges cooler als die deutsche. Ich finde, so gut wie alles hört sich um einiges besser an als im Deutschen. Schon allein bei Shootern, jetzt mal größtenteils bei Shootern. Ich nehme jetzt mal COD Modern Warfare 3 als Beispiel. Ich habe da ja irgendwie jetzt meine 200 Spielstunden drauf. Und, ja. Davon habe ich irgendwie 50 maximal auf Deutsch. Und das auch nur, weil ich scheiß Internet hatte und mir deswegen das Englische nicht runterladen wollte. Ich meine, ich hatte eine 6000er Leitung, glaubt mir, das ist eine Qual, sich Sachen, große Sachen mit einer 6000er Leitung runterzuladen. So, ja, deswegen die 50 Stunden und die anderen 150 habe ich auf Englisch. Und, ich gebe mal ein Beispiel. Headshot auf Englisch, ja. Ist eindeutig, was damit gemeint ist, und hört sich auch gut an. Ratet mal, wie es auf Deutsch heißt. Einmal eine direkte Übersetzung wäre Kopftreffer. Sowas gibt es dann zum Beispiel bei Battlefield. Ich weiß, dass das bei Battlefield Heroes der Fall ist. Ich weiß nicht, wo es noch der Fall ist. Ich habe ja auch eine Zeit lang Battlefield Heroes gespielt. Ja. Und das hört sich schon mal dumm an. Aber in Call of Duty MW3... heißt es Volltreffer. Volltreffer, hallo. Das hat nicht wirklich viel mit dem Thema zu tun. Also, die englische Version trifft es besser. Ich finde, die Stimmen hören sich immer besser an, wenn es Stimmen gibt. Die Wörter klingen cooler, die meisten. Einige Wörter klingen zwar ziemlich beschissen, aber die meisten klingen besser als im Deutschen. Und ja, ich bin halt auch ein, ich sag mal, guter Englischschüler. Immer so zwischen 1 und 2. What the fuck? Okay. Dazu muss ich sagen, ich hatte keine Ahnung, dass da eine Warpzone ist. Ist. War gut. Finde ich echt super. Da oben ist eine Bandage. Ich sehe sie genau. Auch schönes Design finde ich hier. So. Kurz konzentrieren, nicht weiterreden. Mist. Mist. Mann. Ist das das erste Level? Alter, mein Gedächtnis, es schwindet. Hoffen wir einfach, dass es das erste war. Warum habe ich nicht das Gefühl, dass es das erste war? Es war das erste, oder? Ja. Gott. Ja, also wo wir gerade bei mir und meinen Englischnoten waren. Ich schreibe immer Einsen, habe trotzdem eine 2. Mündliche Mitarbeit im Arsch und so. Ja, und... ich will auch gerne mal später im Leben irgendwie nach England oder Amerika. Wahrscheinlich eher nach Amerika. Ich finde zwar den britischen Akzent ziemlich lustig, aber Amerika finde ich dann interessanter, würde ich sagen. Bin ich, oder? What? ja. Mal schleudert. Geh mal kurz hier unten rein, dankeschön. Nein! Ein Leben! Warte mal, ist da irgendwo eine Bandage? Das ist mal wichtig zu wissen. Heilige!
Nein, keine Bandage, gut. Nein! Nein! Alter, 10 Minuten! 10 Minuten! Okay, ich split das in zwei Teile. Ich nehme jetzt diese Warpzone noch auf und irgendwie zwei Level der Dark World. Das nehme ich dann als einen Part und den Rest mache ich dann in einem anderen Part und nicht jetzt. Denn das ist mir echt zu doof gerade. Ey, bin ich dumm? Dumm? Mit drei O's? Haha. Dumm mit drei O's. Was? Komm! Ernsthaft jetzt? Ich mute mich. Bis dahin. Oder? Nein. Nein, ich mute mich nicht. Null. Null. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss schreien, dann schreie ich. Aber irgendwie habe ich bis jetzt in dem Let's Play noch nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass ich schreien muss. Also noch nicht so richtig. Zwar schon mal ein bisschen. Aber noch nicht wirklich. Ey, komm, was soll denn der Scheiß jetzt? Viele Leute meinen zu mir immer, ich will rumschreien. Dann frage ich mich, was diese unter Rumschreien verstehen. Kennt ihr das? Ihr redet ein wenig lauter und dann meinen irgendwie eure Kollegen, die gerade bei euch sind, ey, chill doch mal, chill dein Leben, Junge. Und, ja, du warst eigentlich gar nicht am Ragen, sondern ein bisschen lauter dich ausgedrückt. Also, ich bin jemand, der hasst es, wenn jemand schreibt, beruhig dich, obwohl man ruhig ist. Ich weiß, das ist eigentlich keine große Sache. Aber meiner Meinung nach ist das wirklich verdammt nervig. Und es regt mich auf, wenn mich Leute so dermaßen falsch verstehen. Das ist traurig. Es ist einfach traurig. Wenn ich das dieses Mal nicht schaffe, dann mache ich einfach weiter die Level und dann nachher kurz vor dem Boss, also als allerletztes praktisch die als vorletztes vor dem Boss noch diese Warp Zones, damit ich bloß nicht suizidgefährdet werde. Okay, nö, ich habe keinen Bock mehr. Hui! So. Weiter geht's in den Leveln. Mann, mich regen diese Ventilatoren übelst auf. Also wirklich übelst. So. Ey, komm! Verdammte Scheiße, Alter. Und ich muss auch noch Grade A schaffen. Das heißt, es könnte sogar sein, dass ich es nicht auf der Reihe bekomme. Ey! Was hat mich da jetzt runtergeschoben, Mann? Da ist nicht mehr der Luftzug. Von dem Ventilator, Mann. So, so, so. Ey, Junge! Da, okay, da war jetzt wirklich überhaupt nichts. Ich war noch nicht da unten drin. Das kann mir keiner erzählen, Junge. Junge! Das ist einfach peinlich. Peinlich und traurig. Zugleich. So. Hoch, dann hier drauf. Concentration. Kein Grade A. Man sieht, das Grade A, es zieht an den Nerven. Es saugt dran. Es suckt. Naja, dann wird das Let's Play eben ein wenig länger. Mann, da wollte ich einmal ganz rüber und dann klappt so ein Scheiß nicht. Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Ich glaube, ich sollte so langsam mal meine
Batterien auffrischen. Komm, umbringen. Mal kurz mein Auge kratzen, Leute. Oh Mann. Ich würde echt gerne mal wissen, wie viel Zeit ich wirklich brauche für das Great Area, aber dafür muss ich das Level nochmal eben schaffen. LOL. Okay. 20 Sekunden. Ist eigentlich möglich. So, dieses Level kennen wir schon, allerdings von der anderen Seite. Oh mein Gott. Schlecht. Und hier wurde ein Ventilator weggenommen, damit man auch nach unten kommt und nicht ins nach oben geschubst wird. Ach ja. Was ist das? Mann! Bei welchem Level sind wir gerade? Kurz gucken. 6. Machen wir bis 7. Dann stoppe ich den Part. Das sind dann irgendwie 20 Minuten oder so, hoffe ich. Um die 20 Minuten müssten es sein. Ich muss da landen, ich glaub's nicht. Wahrscheinlich werden es mehr. Weil sich mein Leben ja denkt, nö, du darfst keinen Spaß an dem Spiel haben. Da oben ist eine Bandit, ich sehe sie. Perfekte Scheiße. Mann, jetzt kommen jetzt schon die Ausdrücke. Ich werde unprofessioneller. Ey! Warum zieht der da immer so hoch? Das regt auf. Das ist noch nicht mal so geplant. Ey. Mann. Oh, ich weine gleich. Ach, jeder, der dieses Spiel let's playt, ne? Hat echt ein Problem. Ein ernstes Problem und sollte mit seinen Eltern reden. Ich werde gleich direkt meinen Psychiater anrufen und ihm sagen, dass er nicht sofort kommt, ich mich selbst umbringe. Nein! Mein Problem momentan ist, ich habe mein Headset beim COD-Spielen zerstört, mein altes. Und jetzt zu Weihnachten hat ein Kollege von mir dasselbe Headset bekommen, wie ich hatte. Der benutzt es nur nicht so oft, weil er momentan nicht keine Zeit dafür hat und so. Und da habe ich gesagt, ja, ich leih es mir aus. Wäre es meins, hätte es mich schon lange vom Kopf gerissen und gesagt, ich zerbrech dich. Aber, da es nicht meins ist und ich kein neues kaufen will, darf ich es leider nicht zerbrechen. Ich glaube, ich hole mein altes, mein schon zerbrochenes. Und reiß daran rum. Das wäre doch meine gute Idee, oder? Habt ihr eigentlich schon mal was kaputt gemacht? Von eurem Gaming-Sachen jetzt? Sag ich mal. Irgendwie ein Gamepad gegen die Wand geworfen oder so. Und die Wand damit kaputt gemacht. Oder so wie ich ein Headset. Ich hab da die Ohrmuschel abgerissen aus Wut. Ja. Da sieht man zu, was ich alles fähig bin, wenn ich wütend bin. Ne? Ich mach meine 90 Euro Headsets kaputt. Ich kann mich so an nichts erinnern, was ich noch kaputt gemacht haben könnte von meinen Gaming Sachen jetzt. Außer irgendwie habe ich es hingekriegt, dass mein G19, glaube ich, war das, meine Tastatur nicht mehr leuchtet. Aber ich glaube, das liegt nicht an mir. Außer, dass da vielleicht irgendwie Staub wegen mir reingekommen ist. Junge, ich will einfach nur von oben da drauf springen, damit ich unten an die Bandage komme. Und nicht.
So. Bandage. 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 Sag jetzt für den Rest des Levels nur noch Bandage. Bandage, 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 Bandage. Bandage. Bandage, Bandage. 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 Ich will nicht mehr Bandage sagen und das hier ist auch nicht mehr der Level. Was sagt ihr eigentlich, das Level oder der Level? Ich weiß gar nicht mehr, was korrekt ist. Das Level, der Level. Ich sag immer das Level. Ich weiß gar nicht mehr, ob das richtig ist. Mann, ey, was ist denn los? Diese Level, diese Silhouetten-Level. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber ich weiß, dass sie scheiße sind. Meiner Meinung nach. Ich finde sie einfach nur hässlich. Und sie verwirren. Ich glaube, so bekomme ich kein Grade A. Oh. Ich dachte, der würde sich jetzt wieder umteilen aus irgendeinem Grund. Da muss ich nochmal genau hingucken. Ich glaube, ich habe da links etwas gesehen. Links. Ich konnte jetzt gerade nach rechts springen zu Bandage Girl, aber da war, glaube ich, auch noch links was. 30 Sekunden Zeit, das ist ziemlich interessant. Da links ist irgendwas. Ich glaube, das ist eine Warp Zone und die wird mir hier noch nicht angezeigt. Gucken wir nochmal. So schwer wird es ja nicht sein, hinzukommen. Vor allem, weil ich unter gar keinem Zeitdruck stehe. Mann! Ich guck gleich erstmal zur Beruhigung einen schönen Film. Machst du das auch manchmal? Heutzutage in Zeiten des Internets kann man ja auch ohne großen Aufwand mal einen Film gucken, den man sich auch nicht unbedingt kaufen muss. Also ich mach das ja alles legal. Nein, nein, nein. Es gibt so eine Seite im Internet, da kannst du für irgendwie 4 Euro im Monat, kannst du dir da Sachen aufnehmen lassen und die werden dann ohne Werbung und alles aufgenommen. Richtig schick gemacht eigentlich und die kannst du dann als Torrent-Datei runterladen und dann hast du sie halt. Mann, warum kann ich nicht einfach warten? So wichtig ist das jetzt auch nicht. Machen wir mal einen 25-Minuten-Patrus. Weil wir ja nichts anderes zu tun haben und ihr ja auch bestimmt nichts sehen wollt oder so. Nicht irgendwas anderes machen wollt. Bla. Ach man. Ja, komm, verpiss dich bitte. So. Da unten ist eine Bandage. Ich wusste auch, dass hier was ist. Und dann schaffe ich es nicht. Dann schaffe ich es nicht, diesen einfachen Sprung auszuführen. Ich glaub's ja nicht. Und da oben ist. Hier ist ein kleiner Trick, glaube ich. Hier kann man, glaube ich, durch. Wenn man schnell genug da lang kommt. Kommt hier bestimmt durch. Jupp. Das ist dann für solche Leute, die mit ihren Freunden Battles machen, wie schnell sie durch jedes Level kommen. Aber das mache ich nicht. Und erst recht nicht in der Dark World. So besoffen bin ich auch nicht, dass ich jedes Level hier versuche, auf Grade A 30 mal zu schaffen und so schnell wie möglich durchzukommen. Wir nehmen jetzt mal einen anderen Charakter. Wir nehmen jetzt mal Joseph. Okay, Joseph kann sich einmal so drehen damit. Also er kann einen Doppelsprung? Nee. Kann er doch nicht. Egal, er kann sich drehen und damit bleibt er oben weiter. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er kleiner ist. Also schmaler. Ist nicht so fett wie Meatball. Er macht dumme Geräusche. Also ich empfinde das nicht gerade als cool. Kann ich hier durch? Ja, komm, der würde doch locker durchpassen.
Spiel will nicht. Also mache ich nicht. Hoho. Guck mal. Das macht viel mehr Spaß irgendwie mit dem. Aber dieses Geräusch, wenn der läuft und irgendwo gegenläuft, ne, das regt mich schon ein bisschen auf. Ein bisschen meine ich sehr. Gehst du zurück wohl? Dankeschön. Ja, geschafft. Sogar mit Grade A. Wie kann das Grade A sein? Ich will einen anderen Charakter wieder. Hooray. Also man kann entweder unten durch oder man geht oben durch, so wie ich hier. Schick gemacht, finde ich. Wenn man es schafft, durchzugehen. Also das Durchkommen an sich ist ja gar nicht so schwer. Ich meine, man jumpt hier. Ich habe es zweimal hintereinander am Anfang geschafft. Und dann schaffe ich es nicht mehr. Warum schaffe ich es am Anfang und danach nicht mehr? Man sollte sich eigentlich verbessern und nicht verschlechtern. Was? Ach du Scheiße, das sind welche, die gehen weg. Ja, das ist ja was. Warum mache ich das eigentlich noch? Ich wollte eigentlich schon lange aufgehört haben. Gut. Leute, wir sind jetzt hier. Mit den nächsten Leveln geht's dann im nächsten Part weiter. Man sieht 27 Minuten in etwa. Und wir haben 7 Level gemacht. 7. Ja. Es wird schwerer. Naja, man sieht sich dann. Ciao.